Anfangs war der Rollstuhl mein Feind, mittlerweile ist er mein Freund geworden. Aber es ist der Ansporn, wieder gehen zu wollen. Ich war Profi von 2007 bis 2011 im Eisspeedway. Habe die WM-Bronzemedaille gewonnen, war dreimal deutscher Vizemeister, tschechischer Meister, Schweizer Meister. Bei uns ist ein Termin ausgefallen und dann haben wir spontan entschieden, wir gehen mal zum Motocrossen, ein bisschen Spaß haben, Kopf freikriegen. Ja, und dann war es halt ein Sprung. Der ist ein bisschen zu weit gegangen und danach war halt die Querschnittslähmung da. Ich bin da gelegen, hab die Beine nicht mehr gespürt und hab mir halt gedacht, naja, ist nicht so schlimm, hab mir einen Nerv gezwickt oder so, mehr war es nicht. Aber die Diagnose danach war halt dann nicht so toll. Aber die ersten Besuche von Freundinnen, von Freunden und so weiter, da habe ich eigentlich gesagt, in 3 bis 4 Monaten sitze ich wieder auf dem Motorrad. War nicht ganz der Fall. Mittlerweile ist jetzt ein bisschen was über ein Jahr her. Aber die Einschätzung der Ärzte war Rollstuhl, ganz klar. Und da führt auch kein Weg drauf vorbei. Habe ich aber mittlerweile schon das Gegenteil bewiesen. Also ich kann stehen mit Krücken, ich kann Treppen steigen mit Hilfe von Therapeuten, keine Frage. Das ist halt alles gar nicht gegangen, ganz am Anfang. Und jetzt ein Jahr später sind wir eigentlich von den Erfolgen, Therapieerfolgen relativ weit. Und die Therapeuten, die sehr pessimistisch waren oder sind, sind mittlerweile sehr optimistisch und sagen halt, das mit dem Gehen, das wird wieder. Box 15 ist mir ans Herz gewachsen. Das sind alles Freunde, freuen sich auch über jeden Fortschritt, den ich mache. Den teile ich immer mit. Leider kann ich nicht mehr so oft herfahren. Ich war zweimal im 24-Stunden-Rennen da, war von 2015 eigentlich fast bei jedem VLN dabei. Da hat mir der Wolfgang hergebracht, das erste Mal. Das ist einfach mein Hobby und das hat mir Spaß gemacht. Und natürlich mit der ganzen Atmosphäre kann ich sagen, das Verhältnis ist schon relativ eng. Und das ist halt Wahnsinn. Also der Zusammenhalt im Motorsport ist halt immer noch da. Ne? Mein Name ist Dimitri, bin 30 Jahre alt, sitze aktuell im Rollstuhl, werde aber nicht aufgeben, bis ich wieder gehen kann.